make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying. Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt. Herzlich willkommen zu meinem Losgestempelt, meinem gesprochenen Newsletter für den April 2022. Ich möchte dich heute einmal ein bisschen auf den neuesten Stand bringen und dir erzählen, was bei Stampin' Up! So los ist. Hier zu Hause laufen die Vorbereitungen für den Katalogversand. Morgen früh darf ich als allererstes eure Kataloge bestellen. Die gelben Kisten sind bei der Post vorbestellt, die Briefmarken auch. Hier auf dem Dorf muss man solche großen Mengen Briefmarken tatsächlich auch anmelden, sonst sind sie gleich, sonst kauft man den ganzen Monatsvorrat vermutlich auf und ich brauche ja schon so ein paar Briefmarken. Also die sind bei Jacqueline von der Post vorbestellt. Gelbe Kisten und Briefmarken können Montag abgeholt werden. Die Versandetiketten habe ich gerade gedruckt und euch euer Anschreiben und eure kleine Einkaufsliste. Und ich habe hier eine Massenproduktion gemacht. Euren Einleger für eure Farbübersicht ist auch schon fertig. Nicht euren, euer Einleger für die Farbübersicht ist auch schon fertig, sodass ihr euer Büchlein ergänzen könnt und so dann immer wieder auf dem neuesten Stand seid, was die neuen Farben angeht. Ihr solltet auch unbedingt im Laufe des Monats immer mal auf meinen Blog gucken, denn ich habe mir so ein paar Sachen überlegt zum Katalogstart. Unter anderem wird es auch wieder einen In-Color-Club geben. Ich weiß, dass einige das immer sehr, sehr schön finden und im letzten Jahr haben ganz viele teilgenommen. Also schaut euch das unbedingt an. Da bekommt ihr dann jeden Monat ein farbenfrohes und buntes Paket von mir. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Also schau unbedingt mal vorbei. Außerdem könnt ihr natürlich immer noch Schnäppchen machen. Der Ausverkauf zum Jahreskatalog läuft immer noch und das Lager ist auch noch relativ gut gefüllt. Ihr habt zwar schon ordentlich zugeschlagen und ich konnte schon ordentlich viele eure Wünsche erfüllen, aber es ist durchaus noch was da, also guckt auf jeden Fall nochmal vorbei. Sollte im Online-Shop irgendwas nicht verfügbar sein, was du eigentlich noch gern hättest, scheue dich nicht, mir eine E-Mail zu schreiben, denn ich trenne mich eigentlich auch von den Artikeln, die das Sortiment verlassen. Und vielleicht ist ja hier in meinem persönlichen Bestand das ein oder andere Stempelset noch, was du gern hättest. Und dann finden wir da auf jeden Fall auch eine Lösung. Also scheue dich nicht, mich auch dann persönlich nochmal anzuschreiben, wenn ein Artikel nicht mehr verfügbar ist, den du eigentlich gerne hättest. Außerdem haben wir noch ein paar Aktionen, die laufen. Wellen des Ozeans ist immer noch verfügbar. Das Stempelset und die Stanzen werden ja in den neuen Hauptkatalog übergehen. Aber das tolle Designerpapier, das Metallic-Folienpapier in den Blautönen und auch die Strasssteine in den Blautönen werden nicht in den Katalog übernommen. Das heißt, da solltest du auf jeden Fall zuschlagen, wenn du damit liebäugelst, auch dir die Welle zu kaufen. Denn diese Artikel gibt es dann einfach nicht mehr. Und auch die Aktion Miteinander verbunden, das ist die tolle Aktion mit den Händen und den Stampin' Blends in Hautfarben, läuft aktuell noch. Die Stampin' Blends werden auch in den Hauptkatalog übergehen, aber die anderen Artikel nicht. Insofern solltest du da auch zugreifen, solange du noch die Möglichkeit hast. Der Mini-Katalog Januar bis Juni läuft ja noch bis Ende Juni. Wenn du dann deinen Hauptkatalog in Händen hältst, dann kannst du vielleicht das ein oder andere kombinieren und sehen, welche Artikel davon nicht übernommen werden. Das heißt, da ist also auch nochmal Obacht und Vorsicht geboten. Schau dir alles genau an und wenn du da noch ein paar Favoriten im Frühlingskatalog hast, die du gerne hättest, dann zögere auch da nicht zu lange, denn erfahrungsgemäß ist es ja so, wenn der Ausverkauf einmal begonnen hat, dann kann es eben sein, dass einzelne Artikel sehr, sehr schnell vergriffen sind. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt alles erklärt, was es so gibt im April. Wenn du im letzten halben Jahr bei mir bestellt hast, dann bist du automatisch auf meiner Liste für den Katalogversand. Solltest du noch keine Demonstratorin deines Vertrauens gefunden haben und in Deutschland wohnen, dann darfst du dir selbstverständlich gerne einen Katalog kostenlos bei mir bestellen. Ich verlinke dir das hier oben nochmal und alle Infos findest du auch auf meiner Homepage. Also ich schicke den Porto frei zu, den Katalog innerhalb Deutschlands und natürlich gibt es auch meinen Neukundengutschein dazu. Schau dir auch unbedingt nochmal mein Bonuspunktesystem an, vielleicht ist das ja auch was für dich. Außerdem ist es natürlich so, dass wir Demonstratoren bereits am 1. April ein paar Artikel im Vorverkauf bestellen können, sodass wir immer früher die Ware in der Hand haben. Du darfst also gespannt sein, ich werde meinen Vorverkauf hier auch mit dir zusammen auspacken auf YouTube. Wenn du
auch so furchtbar neugierig bist und eigentlich immer nicht warten möchtest, bis die Artikel offiziell erhältlich sind, dann ist es ja vielleicht eine Möglichkeit für dich, als Demonstratorin in meinem Team aktiv zu werden. Denn ja, da gibt es immer schön einen früheren Einblick und das macht schon durchaus Spaß. Bei mir kribbelt es immer total im Bauch, wenn ich weiß, es gibt einen neuen Katalog und bis man dann das erste Mal bestellen darf, das ist immer ganz, ganz aufregend, fühlt sich an wie früher Weihnachten. Genau. Sehr schön. Dann habe ich dich auf den neuesten Stand gebracht. Ich wünsche dir einen fabelhaften April. Hier fängt es ja super an. Wir hatten hier heute Morgen Schnee. Das ist aber, glaube ich, auch in großen Teilen Norddeutschlands so gewesen. Bin gespannt, wie es bei dir so war. Also das ist, es ist zwar noch März, aber der März macht anscheinend auch, was er will. Wir hatten ja schon fast sommerliche Temperaturen und heute Morgen schneit es. Verrückt, verrückt. Ansonsten sind hier ja, stehen hier die Osterferien vor der Tür und die Kinder sind auch urlaubsreif, sodass wir hier auch ein bisschen entspannt die ganze Sache angehen können. Und die Kinder können mir ein bisschen beim Etikettenkleben helfen, beim Katalogversand. Da haben sie auch immer ordentlich Spaß dran. Sehr schön. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und eine schöne Osterzeit. Und wie gesagt, schau unbedingt nochmal vorbei und gucke, ob du noch ein paar Schnäppchen findest in der Ausverkaufsecke. Und wenn du noch keine Demonstratorin hast, dann bestell dir gerne einen Katalog. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis dann.